meine Lieben, ich möchte diese Woche euch davon überzeugen, dass es richtig ist, zu Hause zu kochen, anstatt immer in die Mensa zu gehen. Ihr kennt es wahrscheinlich auch, die Versuchung ist groß, die Vorlesung ist aus und man läuft im rhythmisierten Schritt Richtung Mensa und holt sich dann genau das gleiche wie gestern oder vorgestern. Denn man kennt ja die Auswahl eh in- und auswendig. Ich glaube aber, es ist besser, jetzt zu Hause zu kochen. Und dies sind meine drei Gründe dafür. Nummer 1. Wenn ihr immer in der Mensa isst, vergammelt das, was ihr eigentlich im Kühlschrank habt. Mir ist es auch sehr oft passiert, ich gehe einkaufen und gehe auch in die Mensa. Somit habe ich doppelte Ausgaben und mein Essen gammelt mir in meinem Kühlschrank weg. Total ärgerlich. Und besonders ärgerlich, weil ich mich auch dafür einsetze, dass Lebensmittelverschwendung irgendwie reduziert werden müsste. Und somit fühle ich mich natürlich doppelt schlecht, wenn man mein Essen in meinem Kühlschrank vergammelt. Es ist natürlich manchmal auch nicht vermeidbar, weil man stressig unterwegs ist oder viel zu tun hat. Aber letztendlich macht es viel mehr Spaß, Freude und gutes Karma, wenn man das, was man auch gekauft hat, wirklich auch benutzt und damit auch irgendwie, ja, letztendlich ein bisschen weniger Müll macht, auch wenn es Biomüll ist. Und mein zweiter Grund ist auf jeden Fall, dass ihr Geld sparen könnt. Klar, man denkt sich, ja, Geld sparen ist eine tolle Sache, aber wenn man immer in kleinen Mengen kaufen muss, ist es auch teuer. Das stimmt. Somit habe ich einen weiteren Tipp für euch. Kauft doch am besten mit eurer Mitbewohnerin größere Mengen ein. Größere Mengen an Reis, größere Mengen an Nudeln, größere Mengen an Spaghetti. Es gibt natürlich auch im Internet oder auch jetzt in größeren Supermärkten einfach auch kiloweise Getreide, die ihr dann zusammen, vielleicht auch nur einmal im Monat kaufen könnt und die ihr dann zusammen nutzen könnt. Das Coole daran ist, dass dann ihr alle was davon habt und man könnte dann vielleicht auch zusammen kochen. Und mein dritter Tipp ist auf jeden Fall, dass man letztendlich, weil man ja selber kocht, irgendwann merkt, hey, ich esse immer das Gleiche und merkt dann, dass man was anderes, was Neues ausprobieren möchte. Und das ist ziemlich cool. Und ihr könnt dann eure Freunde damit überraschen, welche interessanten Rezepte ihr zaubern könnt. Und irgendwann kommt es dann auch dazu, dass es irgendwie total lecker aussieht. Sowas wie zum Beispiel für den Vegetarier etwas mit Tofu oder mit Bohnen. Oder für den Veganer etwas ganz Leckeres mit Couscous und, oder Hummus. Und für den Fleischesser, ihr versteht, was ich meine. Es wird auf jeden Fall auf eurem Teller viel bunter. Und am Anfang denkt man irgendwie nur an den Arbeitsaufwand. Und der ist halt auch am Anfang sehr groß. Aber mit allem im Leben wird man ja durch die Praxis einfach besser. Von daher würde ich mich sehr freuen und es würde mich interessieren, wie ihr damit zurechtkommt. Habt ihr das schon mal ausprobiert, nur zu Hause zu kochen? Habt ihr Tupperwaren aufgestellt in eurem Kühlschrank und wisst, Dienstag esse ich A, B und C? Oder mögt ihr es lieber jeden Abend was Neues für den nächsten Tag zu zaubern? Es gibt ja ganz verschiedene Möglichkeiten. Einige Leute kochen lieber am Sonntag alles vor, andere machen es lieber einen Abend davor und nehmen das dann mit. Und andere wiederum kochen einfach jeden Abend etwas mehr und packen das dann einfach in die Tupperware und nehmen das dann mit in die Uni. Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Letztendlich kann man das Geld, was man dann spart, für Reisen ausgeben. Letztendlich läppert es sich schon etwas und oder für Kino gehen oder für mehr Essen, gesünderes Essen. Also der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ich hoffe, ich konnte einen von euch etwas inspirieren und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr unter den Kommentaren hinterlassen könntet, was ihr so macht, ob das was ist, was ihr in diesem Jahr einfach mehr machen möchtet. Ich würde mich sehr freuen. Und falls ihr noch nicht von Foodsharing gehört habt, schaut euch einfach die Webseite an. In denen geht es nämlich auch um Lebensmittel. Aber nicht ums Kochen per se, sondern darum, wie man die Lebensmittelverschwendung vermeiden kann. Und
Die Webseite ist www.lebensmittelretten.de und ich habe da auch in anderen Videos dieses schon mal angeschnitten. Und man kann dort auch viele Produkte abholen, die sonst im Müll gelandet wären und damit etwas Neues zaubern. Somit wünsche ich euch ganz viel kreative Energie und viel Freude beim Kochen und ich wünsche euch eine schöne Woche. Tschüss!